Mit einer teilweise sehr starken Leistung hat Alexander Zverev sein Auftaktmatch beim Masters Turnier in Monte Carlo gewonnen. Im Duell Zweierwahl Monegassen besiegte der Weltranglistendritte den aufstrebenden Kanadier Felix Auger Aliassime mit 6:1, 6:4 und trifft nun im Achtelfinale auf den Italiener Fabio Fognini. Im Vorjahr hatte Zverev zum Auftakt seiner hervorragenden Sandplatzsaison das Halbfinale in Monte Carlo erreicht. Bildergalerie Alexander Zverev in Zahlen, so gut ist das Tenniswunderkind, 36 Bilder, der erste Satz war fast perfekt, danach gab es ein Auf und Ab, sagte Zverev bei Sky. Der gebürtige Hamburger, der am Samstag 22 Jahre alt wird, freute sich nach den frühen Niederlagen der vergangenen Wochen in Indian Wells, Miami und Marrakesch über seinen Auftritt. Ich habe heute gezeigt, dass ich mich nicht verloren habe. Ich war einfach in diesem Jahr oft nicht gesund, sagte er. Zverev gibt zweimal Aufschlag ab. Zverev dominierte das Match auf dem Centre Court im Country Club zunächst fast nach Belieben. Er brachte Auger Aliassime mit einem guten Service und seinen kraftvollen Grundschlägen in Bedrängnis und zwang ihn so immer wieder zu Fehlern. Im zweiten Satz agierte Zverev nicht mehr so souverän, verlor gegen den 33. Weltrangliste zweimal seinen Aufschlag, kämpfte sich aber stets zurück. Nach 78 Minuten schlug Auger Aliassime den ersten Matchball des Deutschen ins Aus. Meistgelesene Artikel Fußball, Bundesliga, das sagt Neuer über sein Comeback Fußball, Champions League, der Mythos Ajax lebt Fußball, Champions League, Fluch und Segen des Pep Guardiola Fußball, Champions League, Ken hat einige Waggons verloren, Fußball, Bundesliga, Nagelsmann will früh in Rente gehen, das ein gratis testen und Tennis Highlights live. Der 18-Jährige aus Montreal hat in diesem Jahr bereits 75 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht. Beim Turnier in Rio stand er im Finale, erreicht beim Masters in Miami im Halbfinale. Zumindest zu Beginn des zweiten Satzes brachte er Zverev dann auch ein paar Mal in arge Verlegenheit, mehr aber auch nicht. Let's block it's why.